Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier auf einer Farm und möchten ja den Farmern gerne helfen. Power-Rüstung bei den Pflanzen vorsichtig. Ja, mache ich, aber man muss halt auch sagen, irgendwie ist bei euch eher mehr Dörrobst, ne, als sonst was, weil so richtig, keine Ahnung, gut bewässert schaut es hier nicht aus, ne? Aber schau mal, wo drückt denn bei dir ja? Der Schuh? Hallo. Entschuldigung. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Was baust du an? Vorsichtig sein? Schwere Arbeit, das ist erbärmlich. Boah. Ah, vorsichtig sein. Schwere Arbeit. Vorsichtig sein? Man muss vorsichtig sein. Man weiß nicht, wem man noch trauen kann. Dem stimme ich nur zu. Lake Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Wie lange Landwirtschaft? Ungefähr, ja. Nein. Ungefähr. Ungefähr. Ja, und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was gehört dazu? Unsicher. Ja, nein. Natürlich, wir haben das doch selber auch zu Hause gemacht, ne? Aber fragen wir mal, was gehört dazu? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Ja, ist klar, ne? Minutemen können helfen. Sie sind überall. Hasse Raider. Du bist schwach. Nö, Minutemen könnten helfen. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Oh nein. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Ach Gott, die Arme. Brauchst du Hilfe? Minutemen sind wieder da. Das ist furchtbar. Sie hat es verdient. Was? Alter, das ist furchtbar. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Mhm. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Das machen wir doch gerne. Aber wo sind diese Dreckschweine? Ich sorge dafür. Keine Sorge, tut mir leid. Sicher, wo sind sie? Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force-Basis verkrochen. Okay. Danke. Das heißt, wir werden wieder scharf schießen dürfen. Ich werde mal nachladen. So. Kann man bei dir auch handeln? Viel Glück im Kampf gegen diese Raider. Ich hoffe, du wirst es nicht brauchen. Okay. Gut. Naja, dann eben nicht. Okay, wo müssen wir denn hin? Dahin. Okay, da waren wir schon mal. Das trifft sich gut. Dann warten wir uns gleich mal hin. Jojo. Und dann geht's diesen Raidern an den Kragen. Aber sowas von. Fein. Wenn wir dann das hier geschafft haben und sollte noch Zeit bleiben und wir nicht anders eingeteilt werden. Ah, da! Die sind das. Alter, Sau. Boah, das war gerade super. Was? Käfer. Du Kackkäfer. Passt, geht ja. Weg ist er. Was? Der arme Brahim. Alter, da geht's schon rum, ne? Ja, was sind denn diese Deppen? Die schießen mich sicher gleich wieder an mit so einem
ekelhaften Sprengdings und so. Und ich sollte auch mal... Warte, habe ich denn irgendwo was zu essen noch dabei? Nein, Hilfsmittel wäre super. Die Gemüsesuppe ist ja leider Gottes schon weg, ne? Kartoffelchips. Die könnte man auch mal essen. Meierlöckei. Dann werden wir halt das trinken, ne? Achso, das macht nur da unten. Okay. Vergiss es. Das gibt uns nur TP zurück. Ja, ja, natürlich. Ist klar, ist logisch. Tut mir leid, hätte mir klar sein sollen. Leguan am Stiel. Pfui Teufel. So, das war alles nur TP-Stärkung. Und für die HP? No, irgendwie... Oh doch, geht schon. Wird schon. Passt jetzt schon. Tut schon. Blähfliegenfleisch. Yep. Ich werde hier auch mal speichern. Boah, fast auf Laden, ey. Speichern. Wo sind diese Zipfelklatscher? Müssen wir uns ranschleichen. So, vielleicht ein bisschen um die Ecke. Ich glaube, sie sind... Was zum Teufel war das? Boah, nix. Ich bin mal weg. Ich hoffe, der kommt da nicht raus. Hallo, wo ist der jetzt? Rache, wow. Süß, du Wurm. Schau, nicht getroffen. Du gibst nicht auf, was? Au! Jetzt aber. Geht ja. Sesam, öffne dich. Rüstungswerkbank. Jo. Natürlich. Schmutziges Wasser. Juhu, juhu, hurra. Warum? Ach so, es ist so schmutzig, ist raus. Na fein. Dann gehen wir mal rein in den Dungeon. Lauf, 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 lauf. Rein damit. Welch schöner Ladebildschirm. Gut. Ah, da. Okay, da waren wir mal ganz kurz drinnen. Und dann habe ich wieder kehrt Marsch gemacht, weil ich der Meinung war, wir kommen früh irgendwann mal sowieso hierher. So, aus damit. Was soll sich hier bewegt haben? Hör auf. Red doch nicht sowas. So. Das Fehlen jedweder Beleuchtung ist beunruhigend. Jupp. Ich glaube, ich bin auch bald wieder, wenn jetzt schon, überladen. Ey, Alter. Schraubenzieherchen. So, ich glaube, ich hätte... Bin ich überladen? Ja. Okay. Ich helfe gerne. Handeln. Oh Maria, sie ist ja auch voll. Verdammt, da habe ich einen Schmarrn gemacht. Wir müssen da mal kurz raus. Verdammt. Du kannst wahrscheinlich nichts mehr tragen, ne? Doch, sie kann noch was tragen. Okay. Schrott. Ich muss ihr das alles mal geben. Für die Schnellreise. Ich habe voll vergessen, ja, unser Inventar auszumüllen. Ein Momentchen. Das machen wir ganz schnell. Raus da, raus da. Ich schmeiß das wieder alles rein bei Sanctuary Hills. Also hier rüber. Yep. Komplett vergessen. Entschuldigung.
Es wird ein bisschen Zeitaufwand, tut mir leid. Aber ich werde mich bemühen, ganz, ganz schnell das Inventar zu leeren. Sofern er aufhört zu laden. Ja. Voll vergessen. Übel. Das ist echt übel. Molotow-Cocktail. Jawohl. Ausrüsten, dann Schlagtaste, beziehungsweise... Also die Schlagtaste drücken. Aha, okay. Bitte? Hey, ja. Gib mir alles, was du hast. Alles nehmen. Okay. Danke. Nee, brauchst nicht. Alles gut. Zuerst einmal natürlich der gesamte Schrott. Dann Waffen. Wir könnten eigentlich momentan den Flammenwerfer durchaus behalten. Wir hätten da ordentlich Schuss, aber Schaden macht da keiner. Müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Was auch nicht schlecht wäre, ist, um eine Pistole zu haben. Raketenwerfer, der ist halt auch schwer. Das ist unser, ich sag mal, unser Joker. Den tue ich auch mal weg. Das Impro-Gewehr. 812 Schuss hätten wir da. So ein Impro-Gewehr wäre halt nicht schlecht, ne? Da hätten wir halt richtig Schuss. Raketenwerfer, jawohl. Vielleicht kann ich dieses mächtige Impro-Gewehr für uns nutzen. Das wäre halt auch nicht schlecht. Der Fatman, den können wir auch mal da lassen. So, warte mal. Waffen. Impro-Automatik-Pistole. Impro-Pistole. Schnell. Ah, das war der Ghoul-Töter, genau. Was haben wir hier dann noch? Hm. 72 doppelläufige Schrot. Die wäre halt auch nicht so schlecht, ne? Mächtige doppelläufige Schrotflinte, die nehmen wir mit. Unser 7 Scharfschützengewehr. Die nehme ich mal mit. Impro Scharfschützengewehr, das ist nicht so gut. Ich möchte halt gerne unsere Schuss, ehrlich gesagt, abbauen. Aber dafür wäre halt echt eine Waffe nicht schlecht, die auch wirklich Wumms hat. Gewehr, Pistole. 25 Schaden. Impro Scharfschützengewehr. 30 Schaden. Ganz ehrlich, da wird mir das gar nicht so missfallen. Ich. War das jetzt die. Nein, Entschuldigung, das war die falsche. Waffenbank. Danke. Da mache ich will hier. Achso, man muss wieder aussteigen. Ach Gottchen. Das, ich weiß, ich drücke schon wieder rum. Aber ich bin voll wie ein Christbaum, merke ich gerade. Wieder ein Tag im Commonwealth überlebt. Ja. Wie Glückspilze. Das hier. Mächtiger Verschluss ist das Beste. Verlängerter Rillenlauf ist das Beste. Rückstoßdämpferkolben ist das Beste. Das schnelle Trommelmagazin ist das Beste. Reflex. Dingens. Zielfernrohr. Erhöhte Vergrößerung. Präzision können wir machen. Bauen. Also anfertigen.
Dann kleines Bajonett. Das war's auch schon. Zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. 30 Schaden nur. Naja, besser als nichts, ne? Kann man hier noch irgendwas verbessern? Fehlt schon wieder Kleber, ne? Ist ja echt schlimm. Ja, würde ich sagen, verlassen. Ey, hoppla. Nein, das wollte ich so jetzt nicht. Du sollst einfach nur verlassen. So, bitte geht ja. Und Transfer. Puh. Also da ist ja alles drin, ne? Kleidung kommt jetzt auch rein. Ist ja alles drinnen. Also klick, 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 klick. Melonen und das Zeug ist ja auch alles drin. War. Alter, fast komplett verdrückt. Das können wir auch alles wegtun. So. Die Hilfsmittelchen. Aufbereitetes Wasser kommt mal weg. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Puh, das kommt weg. Das auch. Das auch. Das sowieso. Das auch. Das kommt weg. Das, 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 das und das auch. Das kommt weg. Das kommt weg. Da tun wir. Ich würde sagen. Zwei tun wir weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt auch weg. So wie das, so wie dieses, jenes auch. Und das hier und das sowieso. Da tun wir vielleicht drei weg. Das passt auch. Das behalte ich mal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das auch. Dann werden wir gleich Gemüsesuppe versuchen zu kochen. Süß kochen, das kommt weg, 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 weg. Na, nettes Team, Alter. Na toll. Hilfsmittelchen, da habe ich jetzt außerdem das Steam-Pack weggetan, das ist nicht so schlau gewesen. So. Das ist zu viel. 7 kommen weg. Passt. So. Dann tun wir ganz schnell ernten. Scheint wirklich was zu werden. Na, würdest du? Danke. Dann schauen wir gleich mal da hinten. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Ja, Klingelkorn. Oh, die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen anbieten. Supi, wir haben da was zum Ernten. Das ist Fisch. Das ist Supi. Das Klingelkorn werde ich auch gleich brav kurz werfen. Das machst du supi. Das Klingelkorn wäre halt auch gut. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Sonnenaufgang gesehen habe. Sogar so kann schön aussehen. Hallo Edda. Was wollte ich jetzt sagen? Ich finde die Worte nicht. Karotten wären gut, wenn wir mehr hätten. Juhu, die ist auch mal reif. Fein. Boah, jetzt haben wir Zeugs, ne? Sehr was gut. Was könnte man daraus machen? Ich würde gerne noch ein paar Karotten, ehrlich gesagt, pflanzen. Wenn das möglich ist. Ressourcen. Haba haba. Karotten wären echt schön, wenn wir noch ein paar pflanzen könnten. Hier, so her, wäre echt toll. Aber ich glaube, da geht sich keine mehr aus. Hier haben wir das Korn. Vielleicht können wir hier dazwischen irgendwie oder zumindest da. Da wird es gehen. Supi. Weil Karotten brauchen wir nämlich für unsere geliebte Gemüsesuppe. So. Dann würde ich sagen, hier hin. Nein, komm. Da. Passt. Geht sich noch eine aus. Ist sie wurscht. Machen wir jetzt derweil keine Gemüsesuppe. Hauptsache, wir haben von dem Zeug genug. Und auf jeden Fall Weizen noch ein bisschen. Boah, das schaut aus, ne? Das schwebt in der Luft. Das wollte ich so eigentlich nicht haben. So.
geht sich da noch was aus. Jawohl. Einmal. Vielleicht hier noch ein bisschen Weizen. Ich würde sagen, das hier, das ist schon groß. Ah, warte, so könnte es was werden. So. Schaut gar nicht so schlecht aus. Passt. Sehr gut. Dann gehen wir kochen. Schauen wir halt, ob es was geht. Aber ich denke nicht, weil wir ja jetzt keine Karotte haben. Aber wir können eine Nudelschale herstellen. Und Radhirsch-Eintopf. Passt. Hätte ich die Schlammbohne ansetzen können? Ich glaube, ne? Ich bin so ein Genie. Diese Schlammbohne, wo hatte ich die denn her? Ich glaube, das war bei der einen Roboterstation, glaube ich. Puh. Naja, jedenfalls Hilfsmittelchen. Ein Momentchen. Und zwar, was nehmen wir denn da? Den Eintopf, den werde ich auf Quee und den werden wir hier hin tun. So. Und den Rest hauen wir einfach. Oh, meine Bauerrüstung. Die will ich auch haben. Stellen wir gleich mal rein. Oh, ruck. Passt. Das tun wir hier rein. Und zwar die Hilfsmittelchen. Der Flaschenkürbis kommt rein. Der Mais kommt rein. Die Melonen. Ja, okay. Das für mir das auch alles rein. Das kommt rein. Und dann sind wir schon fertig. So, okay. Gewichtmäßig. Na, warte, da ist noch zu wenig. Geht da nicht noch mehr? Die Mods, genau. Die können wir auch schon mal eine reinpacken. Ich glaube, das war's dann auch schon, ne? Ja. Passt. Dann gehen wir wieder gleich zurück in unseren Dungeon. Also dahin. Jupp. Bitteschön. La 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 la. La 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 la. Jetzt haben wir nämlich wieder ordentlich Zeugs zum Schleppen. Also Platz halt. Platz zum Zurückschleppen, so wollte ich sagen. Gut. Ich hoffe, dass hier keine Arschlöcher sind, die uns jetzt entdecken werden. Normalerweise haben wir eh alles samt vernichtet. Ist hier noch irgendwas? Bei Bedarf ließen sich diese Stärkenkonstruktion und Entdeckung nutzen. Ah, okay. Dab, 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 dab. Und jetzt nochmal rein da. Jetzt geht's ordentlich zur Sache. So, mal schauen, wie weit wir jetzt in diesem Dungeon vorankommen, June. Mhm. Gluck, gluck. So, dann schleichen wir uns wieder. Wortwörtlich. Wir schleichen. Dieser Ort scheint nicht sehr sicher zu sein. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Jupp. Also, pscht, leise. Eine Lupe. Es ist sehr dunkel hier. Passe optische Sensoren zur Kompensation an. Wachterminal. Okay. Aha, Passwort erforderlich schon wieder. Okay. Puh, probieren wir das mal. Nein. Reopen. Nein. 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 Verflixt? Dann wäre es das gewesen. Ach, Käse. Dann schauen wir da mal hier rein. Lötlampe. Reagenzglashalter.
Was haben wir da? Putzmittel. Und das war's schon wieder. Jetzt. Verflixt. Behind. Copies. Schuld. Da. Utopia. Na, war klar. Nein. Keine Ahnung. Verflixt. Ach komm, so ein Pech. Scheiße. Mist, verdammter. Da. Hör auf. Ich wollte nur um die Ecke schauen. Niemand. So, jetzt nochmal. Das muss jetzt ja gehen, Herrschaftszeiten. Ja, brutal ist das schon. Ja, aber klar, dass das nicht hilft. Bunker? Ja. Alter. Ja, jetzt... Ach, Hupfingatsch. Das gibt's ja nicht. Immer alles verkehrt. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ja. Sollte. Da ist nichts mehr. Was denkst du? Was war da? Nix ist da. Es ist übel. Battle. Ja, das wird auch passen. Ach komm. Was? Ernsthaft jetzt? Das wär's. Ja, na endlich. Check-in-Protokoll, okay. 22. Oktober 77. Aha. Ja, okay. Was noch? Tägliche Besprechung. Erstens, das SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Zweitens, im unteren Lagerraum ist eine Desinfektion aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Diese wird ab dem 22. Oktober 1977 um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahme zu verlassen. Drittens, aufgrund der großen Menge abgefahrener Signale werden vor Ort bis auf weiteres tägliche Nachrichten Offiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen. Nachrichtenraum öffnen, bitte. Warnung, der Zutritt zum Nachrichtenraum ist ausschließlich Nachrichtenoffizieren, Analytikern und leitende Offizieren gestattet. Zuwiderhandelnde werden vor das Kriegsgericht gestellt. Das ist uns wurscht, weil das Kriegsgericht gibt es so nicht mehr. Also. Hey da, pst, leise. Niemand? Nein, da ist niemand. Mini-Atombombe. Uhaha. US-Handbücher für verdeckte Einsätze. Ja. Ja. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Ja, supi. Könnten wir die Ersten sein, die seit langem hierher gekommen sind? Jupp, so wie es ausschaut, ja. Es riecht auch danach. So. Ordner. Viele Ordner. Da ist auch einer drin. Schreibtisch mit nix. Wecker, Plastiklöffel, vergoldetes Sturmdingsfeuerzeug, Schachtel Zigaretten. Vorkriegsgeld, noch mehr Vorkriegsgeld, noch mehr Vorkriegsgeld. Jawohl, die Kiste ist gut. Stil. Red Shield, sowas. Bam. Captain America, ne? Mit Sternchen und so. Zigaretten und so, ja. Zigaretten-Dischventilator. Coca-Cola. Fancy Lates Kuchen. Lecker Kuchen. Und ein Käffchen dazu. Eine Kaffeekanne.
Siehste, ne? Der hat das schon gewusst, dass ich auf sowas stehe. Spüllappen. Was tut hier ein Spüllappen? Ah, wahrscheinlich ist hier ein Kaffeeunfall passiert. Das kann schon mal vorkommen. Aha, ja. Aha, ja. Juhu. Cool. Perfekt. Haufenweise Patronen. Golduhr. Moment. Da, so. Impro-Pistole und Vorkriegsgeld. Perfekt. Gatschanga. Ofenhandschuh. Dreieckige gefaltene US-Flagge und Holzlöffelchen. Schön. Na, das war mal ein Checkpoint, kleiner, oder? Was ist das? Metalleimer. Das ist doch glatt ein Speichernwert, oder? Ich finde schon. Passt, dann gehen wir weiter. Ah, da kommt sie schon. Warte, was tue ich da? Bist du da? Ne. Ich lese nochmal beim Fenster. Das hat gesessen. Boah, Alter! Rexhund! Was? Nö, alles okay. Jupp. Au. Nanu, wo ist denn jetzt hin? Alter. Alter. Na, wo ist sie denn? Aha, da drüben. Und weg ist sie. Muha. Na, das lief ja supi. Blöde Kuh da, ne? Was haben wir hier drin? Gefahr. Hörst du mich, Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Hahaha. Her mit dem Knochen. Ein Wische von Mob. Wenn ich einen Staubsaugeraufsatz hätte, könnte ich hier für Ordnung sorgen. Ich will den jetzt haben. Wow. Der Pümpel. Ja. Oberschenkelknochen. Das war ein Schenkelklopfer, ne? Handschellen. Ach du Heilige. Ich will gar nicht wissen, was die da gemacht haben, die Ferkel. Entschuldigung, in diesem Fall hat das Klo gesehen. Ich doch nicht. Kann ich da durchschießen? Wird es nichts bringen wahrscheinlich, ne? Ein Ordner haben wir da, Aluminiumdose, Putzmittelchen, Schnapsflasche. Was? Au! Aha, da unten ist so ein Kerl. Vielleicht treffen wir ja. Na, würdest du wieder treffen? Wow! Das war supi! Na, Arschkopf, wo bist du? Ich brenne. Ist da unten jetzt mal Ruhe? Alter! Hoppla, wen habe ich denn erwischt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, den nicht. Ist jetzt Ruhe? Schaut's aus. Was haben wir da? Tap, tap, tap. Hast dich verpisst, was? Tap, tap. So, dann tun wir das mal entsperren. Zack, pack. Das wär's. Nein. Aus. Das will ich haben. So. Das hier will ich haben. Wo ist denn da wer? Da ist ja niemand. Achso, Uhrzeug. Ja, damit. Ist da noch eine Waffe gelegen? Nee, hat nur so ausgeschaut. Hat nur so ausgeschaut, Lalila. So, ist hier was drin? Nö. Nee, nee. Da ist auch niemand. Den hat's umgebracht.
schaut's da aus? Da ist nichts. Da ist auch nur alles leer. Hier befinden sich einige recht beeindruckende Geräte. Aha, jo, was du meinst? Putzmittel, Kochplatte, Besen, Sorbesen, ta. So, dann hier und so. Minigun, jo. Aha, ein Kuchen. Hier haben wir auch. Was ist bitte ein Eck? Heißt das so? Sie, Entschuldigung. Da ist noch ein Raider. Dürfte der Chef sein hier, ne? So, das nehmen wir auch alles mit. Was haben wir da? Terminal. Satellitenwartung. Status Satellitenschüssel. Offline. Systemfehler. Oh. Datenstrom. Status offline. Geht auch nicht. Und hier Datenbanknetzwerk ebenfalls. Nur für autorisierte. Schade. Wenn ich mir diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Oh. Sie ist niedlich. Ich mag sie. Die Edda. Ja, die Edda. Unsere Edda. Was ist das? Gelbe Farbe. Oh. Oh. Oh, ich bin überladen. Tja. Hey, Edda. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Ja, du kriegst jetzt ein paar schöne Sachen von uns. Vorzugsweise Schrott. So, drücken. 30 Jahre später. So, noch mehr drücken. Munition möchten wir gern behalten. Inventar, Waffen, das kannst du mal haben. Das Zeug. Das auch von mir aus. Die Minigun von mir aus. So, das auch. Das auch. Und die und ja, eigentlich alle von die und die da und die da und die hier und die auch. So, noch irgendwas? Kleidung, genau. Richtig. Das hier und dieses und das und sowieso und hier und da und das und das. Und dieses und ja, da mal zwei und hier unten. Bitte. Passt. So, dann können wir schon wieder weitergehen. Juhu, ein Fusionskern. Her damit. Muha. Und Ruhe. Schön. Was haben wir da? Ah, ich glaube, da kommt man wieder jetzt rauf. Ne? Du mir, wow. Das war jetzt ungut. Boom, hat's gemacht. Jo. So, da ist Ruhe. Ich sollte wieder schleichen, ne? So. Boah, die hat's. Das sieht ekelhaft aus. Nein, das sind Raider, meine Gute. Aber trotzdem, ja. Die war so schnell tot, die hat gar nicht bekommen, dass da wer war. So schaut's aus. Genau. So, ja, ja. Ein Radio. Nur zum Einschalten wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Nichts zum Zerlegen oder mitzunehmen. Malpinsel und Farbdose. Ist hier noch im Spind was drin? Glaskrug, Plastikschale. Da noch irgendwas? Nope. Nee, nee. Hier so ein Graffel noch alles perfekt. Was haben wir da? Ah, da kommen wir hier wieder zusammen. Schön. Dü. Dabei haben wir gar nicht Geburtstag. Könnte ich hier für Ordnung sorgen? Jupp. Vielleicht kriegst du immer so ein Upgrade. Tja. Dann kannst du putzen. Und Cotsworth macht draußen den Rasen und so. Und dann seid ihr eine glückliche Roboterfamilie. Jawohl.
mit vielen kleinen Roboterbabys. Hallo, ist hier jemand drin? Eine Falle scheint hier keine zu sein. Hoffentlich. Ja. Zum Glück sind wir in einer Powerrüstung drin, somit haben wir auch eigentlich verhältnismäßig frische Luft. Was zum Teufel machst du denn da drin? Naja, manche Leute, ne? Okay, da ist das, was wir suchen. Medaillon. Sehr gut, nehmen wir mit. Auch die Haarklammern, das Jet, das Klebeband und das Skalpell. Perfekt. Juhu, jetzt können wir wieder zurückgehen. Hey, das haben wir glatt geschafft in diesem Pfad. Ich erfreue mir. Da ist auch noch was. Terpentin, hätte ich fast übersehen. Was? Bip-bip-bip? Auf mit dem Bip-bip-bip. So, mit ein bisschen Glück. Halt. Da drüben geht's rauf. Chap-chap-chap. Chap-chap-chap-chap. Chap-chap-chap-chap. Na, komm. Ich möchte gerne noch den Dungeon nämlich verlassen. Chap-chap-chap-chap. Chap, halt. Da ist auch was. Baumwollgarn. Hui. Und da drüben. Metalleimer. Was haben wir da? Nix. Wo geht's eigentlich hier lang? Ah, wie ich es mir dachte, kommt da unten wieder hin. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Chap, 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 chap. Darüber, chap, 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 chap. Und raus hier. Perfekt. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geben wir die Quest dann ab. Changa. Und dann passt das schon. Na, Fisch. Somit, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!